Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video, zu einem neuen Adventskalender-Unboxing eines Wein-Adventskalenders. Ich hebe ihn jetzt nicht hoch, weil der ist so schwer. Ja, okay, ich probiere es trotzdem. Einmal ein Wein-Adventskalender. Genau, und zwar von Schenkenklute. Es war tatsächlich so, dass der mit einem Rabattcode irgendwas um die 50 Euro gekostet hat. Und ich habe mir gedacht, den gönne ich mir dieses Jahr. Ich habe tatsächlich auch meinen Mann einen Whisky-Adventskalender gekauft. Das heißt, ihr habt dann den Whisky-Adventskalender und ich habe den Wein-Adventskalender. Und dann lasse ich es mir über die Weihnachtszeit gut gehen. Ja, ich trinke wahrscheinlich nicht jeden Tag den Wein. Ich meine, ich muss ja auch arbeiten. Aber trotzdem wollte ich unbedingt mal endlich einen Wein-Adventskalender haben. Und auch den schauen wir natürlich miteinander an. Deswegen würde ich sagen, fangen wir gleich an mit der 1. Ach, das sind wieder geschriebene Worte auch mit dabei. Hier haben wir... Und das reicht eben auch für zwei Gläser, also könnte ich auch mit meinem Mann teilen. Bardolino Denominazione di Origine Controllata. Auf jeden Fall 0,25 ml, das sind 12%. Das ist ein leichter Rotwein, der verwöhnt von mildem Klima des Gardasees seine glutrote Farbe und den samtigen Geschmack entwickelt. Am Gaumen wunderbar frisch mit satter Kirschfrucht und einem Touch von frischem Mandel im Ausklang. Empfehlung zur Pizza, Pasta mit Tomatensauce, Blattsalat, mit Oliven und getrockneten Tomaten oder zu leichten Braten. Finde ich sehr gut, dass sie auch mit dazu schreiben, wo man den dazu trinken kann, weil ich würde den einfach irgendwo dazu trinken. Oder wahrscheinlich auch einfach so. Dann haben wir die 2 und zwar haben wir schon mal einen schönen Deckel. Der sieht ganz schön aus. Oh, oh, der ist auch fast zu schade zum Trinken, so schön wie der ist. Fruity. Fruity Riesling vereint den verführerischen Duft von taufrischen grünen Äpfeln zum anbeißend süßen gelben Pfirsichen und knackig frischen Zitrusfrüchten zu einem Weinerlebnis von einmaliger Fruchtigkeit. Der hört sich ja auch Hammer an. Perfekte Weißwein für die gesellige Runde, ob drinnen, vor dem Kamin oder draußen auf der Sonnenterrasse. Es steht sogar drin, genießen Sie am besten gut gekühlt 6 bis 8 Grad. Ich muss ehrlich sagen, ich tue eigentlich fast jeden Wein in den Kühlschrank. Ja, da würden mich jetzt manche wahrscheinlich da lünchen dafür. Dann auch wieder 0,25 Liter. Ich glaube, ist jeder Wein hier drin. Mit 9% Volume. Auch sehr schön. Der ist auch noch besser als der erste tatsächlich. Dann haben wir die 3, die ist hier oben. Auch wieder ein schöner Deckel auf jeden Fall. Und zwar, gleich ein Roséwein auch noch. Und zwar Spätburgunder Rosé Schneeklot Baden. Ein Glas eines hellen Erdbeerrot. Im Duft Anklänge von frischen Erdbeeren, Himbeeren und einem Touch Rosé. Am Gaumen ein frischer Spätburgunder Rosé mit zarter Frucht und belebendem Nachklang. Empfehlung zu Salat in Kombination mit frischen Früchten, zu Gerichten mit hellem Fleisch und zu Lachs. Oder zu Scampi in Aioli. Ein idealer Sommerwein zu gegrillten auf der Terrasse. Gefällt mir sehr. Ich bin jetzt schon froh, dass ich den Adventskalender gekauft habe. Ich sag's euch, ich bin so gespannt, wie die alle schmecken. Dann haben wir die 4. Auch wieder so ein Fruity-Wein. Und zwar dieses Mal den Dornfelder. Fruity-Dornfelder vereint den unwiderstehlichen Duft von jährlich reifen Pflaumen, saftig zarten Holunderbeeren und von der Sonne geküssten Süßkirschen zu einem Weinerlebnis von einmaliger Fruchtigkeit. Genau, und das ist dieses Mal für würzige Paste, gegrilltes Fleisch und herzhaften Käse. Und den sollte man zwischen 12 und 14 Grad Celsius servieren. Vielleicht werde ich mich mal daran halten. Mal gucken. Und dann haben wir die 5. Und zwar haben wir hier einmal den Weißburgunder halb trocken. Im Glas ist der weiße Burgunder blass bis hellgelb. In dufttypischen Aromen von Aprikose, Birne und Touchnüsse. Am Gaumen reintönige Harmonie, körperreich, lebendig, Art sowie milde, frische Säure unterstreichen die Aromatik von Aprikose, Birne, Nüssen und Kräutern. Empfehlung zu weißem Fleisch, also Huhn, Spargel, Pilzgericht mit Eis sowie zu Fisch, Meeresfrüchten und Meeresfrüchten. Auch zu norddeutschen Eintöpfen zu empfehlen. Okay, kann leider keinen norddeutschen Eintopf kochen, tut mir leid. Dann haben wir die 6, die ist weiter unten hier. Mal gucken, was wir in der 6 drin haben. Ihr wisst es ja, ich will da was Besonderes drin haben. Es sieht auf jeden Fall schon mal besonders aus. Und zwar haben wir einen Prosecco drin. Okay, ich habe nicht gewusst, dass auch Prosecco drin ist. Ich dachte, es ist ein reiner Adventskalender. Der wird auf jeden Fall mir bleiben, weil mein Mama mag kein Prosecco. Doc Treviso Mionetto Prosecco. Steht da irgendwas drauf? Auf jeden Fall 200 ml, ist ein bisschen weniger, 10% Volumen. Aber steht jetzt tatsächlich hier nicht drauf, für was man den am besten verwendet. Das finde ich tatsächlich bei den Weinflaschen nicht schlecht. Prosecco, der wird halt zum Anstoßen angetan. Sehr schön. Dann die 7, die ist hier oben. Auch wieder von Schneeklot ein Wein, und zwar Dornfelder Halbdrucken. Im Glas ein kräftig dunkelrote Farbe. Im Duft erinnert er an reife Sauerkirschen und Brombeeren. Am Gaumen zeichnet er sich durch seine kraftvolle und zugleich harmonisch vollmundige Charakter mit rundem Abgang aus. Empfehlung zu Braten von Rind oder Wild mit kräftiger Soße zu Pizza oder Käse. Och, Käse, ja, Käse mit Wein.
Merkt man, dass ich Hunger habe? Vielleicht ein bisschen. Dann haben wir die 8. Die 8 ist hier. Und zwar haben wir hier vom Blanchot Blanc de Blanc, trocken, fruchtig und frisch. Genau. Zu Pasta, Fisch und Spargel 11,5% Volume. Fruchtig, frisch, ideal bei 8 Grad und ist halt trocken. Ist nicht schlecht. Ich glaube, den habe ich auch noch nicht getestet. Wenigstens ist nicht der andere Blanchot drin. Aber mal gucken, was denn hier ist, kann noch werden. Ich finde es das toll, dass die gemischt haben zwischen Eigenmarken und trotzdem auch anderen. Finde ich ganz schön. Dann haben wir von Rotkäppchen was. Qualitätswein, Spätburgunder trocken. Deutscher Qualitätswein ist fruchtig, fein, 16 bis 18 Grad. Zu Käse und gebratenen Geflügel und ist wie gesagt trocken. Ja, einmal ein Rotkäppchen. Den kenne ich wahrscheinlich schon. Also ich habe auf jeden Fall schon viel von Rotkäppchen getrunken, bin mir aber jetzt nicht sicher. Dann haben wir die 10. Die ist hier. Von Jules Moon was. Medium 3 Finest Fresh and Fruity Sparkling Wine. Jules Moon Medium 3 ist unverwechselbar fruchtig frischer Sektgenuss, spritzige Beine, beste Herkunft prägen seinen fruchtig eleganten Geschmack und verleihen ihm einen verführerisch zarten Duft von Aprikosen und Ananas. 11% Volume, auch 0,2, also ein bisschen weniger. Auch schön. Jetzt wäre aber so ein eigener Wein von Ihnen wieder mal schön. 11. Auch sehr schön, von Lévy de Baron, Syrah Rosé. Dieser Syrah Rosé ist der ideale Begleiter für den Sommer. Er hat ein brillantes, leuchtendes Knallrot und duftet wundervoll nach roten Beeren, Zitrusfrüchten und grünem Pfeffer. Auch am Gaumen überzeugt dieser frische Rosé mit Aromen von Himbeere, Brombeere und etwas Veilchen. Dieser Wein passt insbesondere zu gegrilltem Fisch, hellem Fleisch, Gemüseaufläufen, exotischer und mediterrane Küche und Salat. Optimale Serviertemperatur ist 8 Grad. Sehr schön. Dann haben wir die 12, die ist gleich drunter. Und zwar haben wir hier dieses Mal von Ferragenet was drin. Mederano España 2021 Tinto, temperamentvoll und kräftig. Ist ein ausdrucksstarker Rotwein aus dem sonnenverwöhnten Spanien. Er ist der ideale Begleiter zu gegrillten und vielerlei Käsesorten. Mederano ist sympathischer Botschafter spanischen Temperaments. 12% Volume hat, dann auch wieder 250 ml. Dann haben wir die 13. Die 13 ist... Hier haben wir drin wieder ein Weißwein, und zwar Pinto Grigio von Vino d'Italia. Hatten wir nicht von dem schon einen drin? Ich weiß nicht, ob es der gleiche war. Dieser beliebteste aller italienischen Weißweine gehört zur Familie der Burgunder-Rebsorten und wächst an Sonnenverwöhnten. Er ist strohfarben, hat einen sortentypischen, angenehmen, fruchtig-zarten Duft und ist weich und geschmeidig im Geschmack. Er passt zu Fisch, Geflügel und Pastagerichten. Sehr erfrischend und ein besonderer Genuss als eisgekühlter Sommerwein. Serviertemperatur 6 bis 8 Grad. Celsius. Auch sehr schön. Und der Weißwein, der wird wie gesagt bleiben, weil den mag mein Mann nicht. Dann haben wir die 14. Ich glaube, oben sind wir soweit fertig. Ja, tatsächlich 14. Der sieht ja auch schön aus. Von SJ Montigny James Rotwein. Dieser James duftet intensiv nach Schwarzkirsche, Nelken und fein nach roten Rosen. Auch im Mund voller Amarena, Kirsche und Schokolade überzeugt durch ein samtig rundes Geschmacksbild und feine ausgewogene Frucht. Hat Tiefgang und einen kraftvollen Spannungsbogen. Ist dabei verspielt und vielfältig. Er harmonisiert besonders gut zu Bolognese mit Rosmarin, Rindersaftgulasch und roter Paprika mit Reisfüllung. Gefüllte Paprika. Wäre eine Idee. Hat mir schon lange nicht mehr. James schmeckt natürlich auch so. Serviertemperatur 16 Grad Celsius. Hat 11,5% und auch nur 25 Liter. Da bin ich sehr gespannt drauf, aber da werden wir auf jeden Fall gefüllte Paprika machen. Dann, das war jetzt die 14, haben wir die 15. Ja, ein kleiner Rotkäppchen Granatapfelfruchtsekko. Ja, da brauche ich jetzt nicht viel dazu sagen. Der hat 8% Volume, das sind auch wieder 0,2 Liter. Da freue ich mich sehr darüber, der wird auch relativ schnell weg sein. Der schmeckt nämlich sehr, sehr gut. Da brauche ich nicht viel zu sagen. Dann die 16, sogar schon ein bisschen aufgegangen. Und zwar Safe Water Drink Riesling. Allendorf Dry. Ach, sehr schön. Qualitätswein erzeugt in Deutschland, aber steht jetzt auch nicht Daten für was, dass man das am besten verwendet. 12,5% auf jeden Fall, 250 ml. Sieht auf jeden Fall cool aus mit dem Drehverschluss, habe ich so auch noch nicht gesehen. Und ich finde die Beschreibung toll. Safe Water Drink Riesling. Gefällt mir. Eine tolle Gestaltung. Kenne ich tatsächlich auch noch nicht. Dann haben wir die 17. Ja, 17. Die ist hier oben. Und zwar Merlot. Natürlich ist auch wieder von diesem Vino d'Italia dieser Merlot-Strahl im Glas geschot. Im Duft entfaltet sich angenehme Aromen von Brombeeren und Johannisbeeren. Am Gaumen zeigt er einen harmonisch weichen Geschmack mit schönen Aromen von Kirschen und einem würzigen Hauch von Paprika. Dieser Merlot passt zu gegrilltem Fleisch, Pizza, Pasta und Co. Auch 12% Volume, 0,25 Liter. Ja, Merlot kaufen wir auch so öfters, jetzt nicht von dieser Marke, aber kaufen wir öfters. 17, dann die 18, die ist gleich hier. Oh,
Oh, wie schön. Ein Festtagsglühwein. Oh, ist der schön. Von Genossenschaft Kellerei Heilbronn, Festtagsglühwein. Ein deutscher Glühwein, nur erhitzen, nicht kochen, trinkfertig, gewürzt und Genuss. Enthält Sulfite. 0,25 Liter hat der auch Volumen. Steht zumindest nicht hier drauf, aber das müssen wir doch normalerweise. Doch, hier 12. Der wird schnell weg sein. Wäre in der 6 auch schön gewesen, tatsächlich. Wäre eine schöne 6 gewesen. Ich hätte in der 6 gepackt. Aber mich fragt ja keiner. Dann hatten wir die 19. 19 ist hier. Und zwar hatten wir hier einen Seebrich. Familie verankert in Nierenstein, nicht Nierenstein. Grauburgunder. Ja, 250 Milliliter, 12,0% Volume. Steht jetzt tatsächlich sonst auch nicht mehr drauf. Das ist interessant dann auf jeden Fall. Dann die 20, die ist, denke ich, hier. Hier haben wir einmal Safe Water Drink Rosé von Ollendorf wieder was. Auch mit 12,5% Volume und 250 Milliliter. Mehr steht da leider nicht drauf. Cool, werde ich auch sehr gerne testen. Wie gesagt, mir gefällt der andere schon. Bin gespannt, wie der ist. Dann die 21, die ist hier. Eine Blume ist auf jeden Fall schon mal drauf. Ah, wieder so ein schöner von La Vie de Baron. Und zwar dieses Mal ein Cabernet Merlot. Diese Cabernet Merlot hat ein tief dunkles Rubinrot mit violetten Reflexen und duftet wundervoll nach reifer Frucht von Erdbeere, Johannisbeere, Kirsche und etwas grüne Paprika. Auch am Gaumen überzeugt dieser Rotwein mit seiner fruchtigen, eleganten Natur, seinem vollmundigen Geschmack und geschmeidig weichen Tannin. Dieser Wein passt insbesondere zu kräftigen Braten, Pasta, Lamm, Kalb, Rind, Ente, Wild und knusprigen Baguette mit würzigen, reifen Käse. Optimale Serviertemperatur sind 18 Grad. Sehr, sehr schön. Das ist auf jeden Fall interessant an. Dann haben wir die 22, die ist hier. Es neigt sich dem Ende zu. Und zwar haben wir hier einmal den Grauburgunder von Schneeklot wieder Baden. Im Glas ist der graue Burgunder blass bis goldgelb. Im Duft Mandeln, frische Butter sowie Birne und Hauchananas. Am Gaumen schmeichelt er füllig mit künstlicher Quitten- und Birnenfrucht. Trotz relativ neutraler, harmonischer Art weist dieser Weißwein interessante Mandel- und Blütenaromen mit der Frucht reifer Äpfel auf. Empfehlung zu hellen Fleischgerichten, Pasteten, Forelle, Spargel zu Pasta und Pizza. 12,5% auf jeden Fall. Finde ich sehr gut, dass die noch von ihnen was drin hatten, weil da hatten wir jetzt schon lange nichts mehr drin. Und natürlich will ich von denen auch was testen. Und dann die 23, die ist hier. Und zwar, der sieht auch schön aus. Studier Matura Trockenpfalz. Rotwein-Cuvée aus Cabernet Sauvignon, Saint-Laurent und Merlot. Ein körperreich, fülliger Rotwein voller Eleganz und fruchtiger Harmonie, gepaart mit Aromen von Johannisbeere, Kirsche und Waldbeere. Genau, hat 13,5% tatsächlich. Das ist der wuchtigste bis jetzt. Aber kann man sich schon mal die Kante geben, ne? Nein, Schmarrn. Mache ich natürlich nicht, aber ich habe dieses Jahr an Weihnachten frei. Am 23. muss ich nicht mehr arbeiten. Mache ich mir auf jeden Fall einen schönen Abend mit meinem Mann zu Weihnachten. Und natürlich auch an Weihnachten. Und dann Merry Christmas. Ich denke mal, dass Merry Christmas der 24. sein wird. Und hier haben wir drin einmal von Chardonnay Blanc de Blanc Brut. Brut. Darin, ja, den werde ich wahrscheinlich auch alleine trinken müssen. Ich denke, dass der auch nicht billig ist. Ein heller, fruchtiger Blanc de Blanc mit feinem Mousseux und cremiger Textur am Gaumen. Ich kann kein Französisch, also wenn ich es falsch ausgesprochen habe, es tut mir leid. Einfach unwiderstehlich. Ideale Trinktemperatur 8 bis 10 Grad. 12% Volume. Ja, für die 24 auf jeden Fall schön. Aber mir hätte tatsächlich der Glühwein in der 24 besser gefallen, muss ich jetzt ehrlich zugeben. Und ich denke, dass ich den mit der 24 dann auch tauschen werde sozusagen. Jetzt habe ich ihn ja schon aufgemacht, denn es ist Wurst. Ja, und das war's tatsächlich. Das war alles, was im Adventskalender drin war. Und das ist jetzt sowas, passt natürlich irgendwie zwischen diesem ganzen Snack und ja, eigentlich passt schon rein. Ich mache ja alle Adventskalender. Ich hatte jetzt schon Duft-Adventskalender, Snack-Adventskalender, Beauty-Adventskalender, also sehr viele. Und das war einfach sowas, was ich schon lange tatsächlich jedes Jahr wollte, aber mir nicht geholt habe. Und dieses Jahr habe ich mir gedacht, ist es soweit, ich hole ihn mir. Holen meinem Mann einen Whisky-Adventskalender, dass er sich auch ein bisschen durchprobieren kann, weil mit Bier ist es schwierig. Er mag eigentlich nur das Bier aus Bayern, habe ich festgestellt. Deswegen Bier-Adventskalender ist nicht so schlau. War für mich nicht schlecht, weil ich den Rest trinken dürfen habe. Weil ich bin noch nicht recht anspruchsvoll, muss ich sagen. Mir schmeckt eigentlich alles. Hier steht auf jeden Fall noch Schneeklot, Wein, Sekt, Champagner und Spirituosen online. Nach Weihnachten ist voll für Silvester. Für einen unvergesslichen Jahreswechsel bietet Ihnen der Schneeklot Online-Shop eine exquisite Auswahl an prickelnden Köstlichkeiten. Sei es klassisch Sekt oder Kermont und luxuriöse Champagner. Bei uns finden Sie den perfekten Begleiter für diesen besonderen Abend. Bestellen Sie bequem von zu Hause aus Ihre Weine, Schaumweine, Spirituosen oder auch Präsente. Was sage ich?
ich zum Kalender? Ich finde es tatsächlich schön. Ich finde ihn schön gestaltet. Ich war ja kurz davor, von Geile Weine den Adventskalender zu bestellen. Aber ich bin tatsächlich froh, dass ich den geholt habe. Ich habe halt auch ein bisschen auf den Preis geguckt, weil im Endeffekt, ich habe schon viele Adventskalender gekauft und ich will jetzt nicht mehr so wahnsinnig teure kaufen. Und ich finde 50 Euro für so einen Wein-Adventskalender ist in Ordnung auf jeden Fall. Also von mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Preislich toll und es sind tolle Sachen drin. Ich freue mich auf jeden Fall auf Weihnachten. Und dann würde ich sagen, was ist mit dem Video? Wenn euch das Video gefallen hat, sehr gerne einen Daumen nach oben lassen. Lasst mir auf jeden Fall einen Kommentar da. Wie hat euch der Adventskalender gefallen? Wäre es was für euch oder nicht? Ich meine, jemand, der keinen Alkohol trinkt, für den ist es wahrscheinlich logischerweise nichts. Natürlich könnt ihr mich ja kostenlos unten abonnieren auf den Abonnieren-Button, dann verpasst ihr kein Unboxing mehr. Es kommen noch einige Adventskalender, deswegen seid gespannt. Und dann wünsche ich euch auf jeden Fall einen schönen Tag, eine schöne Woche und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.